Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Capital. Dieses Video ist für Dienstag. Ich spiele also Days After und was ich da mache, weiß ich noch nicht. Werden wir schauen. Viel Spaß. Okay, ich habe gerade nachgeschaut, was ich so alles brauche in meiner Basis, und das meiste ist halt die Stahlbarren, und für die Stahlbarren brauche ich natürlich Schrott. Dann müsste ich entweder auf den Schrottplatz gehen oder in den Vorgebirge. Da ist auch viel Schrott, ansonsten wäre noch ein bisschen was an der Tankstelle. Ja, sonst ist wirklich immer nur minimal, dass es sich eigentlich nicht lohnen würde. Ich bin am Überlegen, ich glaube, ich gehe beim Vorgebirge, weil da sind auch sehr viele Nägel eigentlich. Anstatt Schrott, da ist ja auch Schrott allgemein. Aber ich brauche ja das Stahlschrott, deswegen gehe ich hier in Vorgebirge rein. Also dann bis gleich im Vorgebirge. Okay, der Rechner war gerade wieder abgestürzt. Wieder. Und ich bin hier ja gerade unterwegs im Vorgebirge. Ich denke mal, das. Habt ihr jetzt alles nicht gesehen, was ich gemacht habe? Ich bin jetzt hier einmal hier lang gelaufen, hab die Zombies gekillt. Zack, 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 alles weg. Und danach bin ich nach oben gelaufen, hab hier die Zombies gekillt und die Wölfe. Achso, und da unten war noch Wildschwein gewesen. Zack, zack, zack. Oh, Schatztruhe. Ich habe nicht gesehen. Schatztruhe mitnehmen, weil die wird auf der Karte nicht angezeigt. Und dann bin ich hier halt lang gelaufen, alles weggemacht. Zack, zack, zack. Ja, hier lang gelaufen, zack, 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 alles weggemacht. Und dann bin ich hier nach unten gelaufen. Hier so lang. Alles weggemacht. Zack, 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 zack. Dann war ich halt wieder hier am Startpunkt angekommen, wo ihr mich gerade gesehen habt. Ich glaube, hier stand ich, ne? Dann bin ich hier hochgelaufen. Hab den Zombie da rausgelockt eigentlich. Und war gerade in Kämpfen und dann ging nichts mehr. Naja. Auf jeden Fall sind das jetzt hier die letzten beiden Zombies. Und irgendwo müssen noch ein paar rumlaufen. Da müssen noch ein paar rumlaufen. Hier über der, auf deiner Flussseite müssen noch ein paar sein. Ich hab auch nochmal drei. Erst brauche ich was zum Essen. So. Ich hatte halt gesagt, das hier ist das Vorgebirge, eine ganz leichte Runde eigentlich so für mich, ne? Man sieht ja auch, dass ich hier nicht mehr lang schleiche, sondern hier laufe ich ganz normal lang. Trotzdem brauche ich was zum Essen. Dann ist da oben bestimmt was zum Essen drin. Stimmt hier. Ja, Essen. Verwenden, einsammeln, Tasche leer. Oh. Gute. Mach die Box auf. Sonst nichts mehr zum Essen hier. Ah. Aber keine starke Ausbeute diesmal. Bitte zum Essen. Ich
Na gut, aber ich denke mal, das werden wir auch so schaffen. Müssen, glaube ich, 3 Zombies da noch sein. Den könnte ich auch mit Fernkampfwaffe killen. Kampfwaffe habe ich nicht mehr mit. Ich habe jetzt auch keine weitere gesehen gehabt. Nee, das war's. Das ist alles. Gut. Dann haben wir jetzt alles Zombies gekillt. Alle Rehe gekillt. Die Bären packen wir mal ein. Ach, nehmen wir alles hier. Alles. Hier nehmen wir auch alles. Und hier unten nehmen wir nicht mehr alles, aber nee, gar nichts. Aber da können wir noch was mitnehmen. Ich könnte mein Pferd einmal rufen. Zack. Das brauche ich nicht. Nehmen wir das. Schauen, was ich noch alles einsammeln kann. Damit ich gleich weniger tragen muss. Dann werde ich gleich nochmal hier runterlaufen, den Rest alles einsammeln. Zweimal wahrscheinlich. Mit einmal werde ich das nicht schaffen. Und dann werde ich nochmal schnell woanders hinlaufen. Was anderes machen. Ich werde danach zum Schrottplatz gehen. Mal die eine Truhe aufmachen. Schauen, ob da was drin ist, was ich noch mitnehmen kann. Nein. Gut, da war es das. Dann werde ich jetzt in Ruhe einmal alles abfahren. Wir sehen uns dann gleich am Schrottplatz wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe also 14-mal Stahl aus dem Vorgebirge rausgeholt. Aber noch, glaube ich, 4-mal in der Kiste, also 18-mal Stahl oder Schrott aus dem Vorgebirge rausgeholt. Ich werde jetzt, weiß nicht, Pipeline, Wasserpumpe. Schrottplatz wird zu lange dauern. Ich denke, ich laufe hier zur Wasserpumpe. Schau mal, wie viel Stahl ich da rauskriege. Also dann, kleinen Test, wie viel Stahl wir aus der Wasserpumpe kriegen. Dann bis gleich. Und es geht los. Wasserpumpe. Da, 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 da. Anschleichen, regeln. Und das Schwein gleich hinterher. Dass ich mir ein bisschen was mitgenommen habe vom Reagan. War schon lange nicht mehr hier. Ach, hier waren Banditen gewesen. Ah. Okay. Und dann sollte ich mal erstmal mit dieser hier weiterhauen. Weil es wird bestimmt noch ein bisschen schwieriger werden. Ich habe vergessen, wie die Wasserpumpe war. Wie, was es hier gab. Ich glaube, es ging irgendwo runter, war das. Schon mal Essen drin merken und eine Karte.
Ach, das ist ja ein Schatz. Nimm mal alles mit. Reingucken. Essen. Naja, okay. Nehmen wir das. Ah, das waren die Bretter für die Leiter, ne? Stimmt. Die war auch ziemlich groß, die Wasserpumpe hier. Da ist hier eine Quest. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. Hier geradeaus geht zu den einen Weg. Das loot ich alles hier. Aber ich meine, hier gäbe es keinen Stahl. Meine ich. Bin mir nicht sicher. Also gibt es wahrscheinlich schon Stahl, aber ganz wenig. Warum müssen jetzt, glaube ich, Wölfe waren das zwei Stück sein? Naja, erstmal die hier rauslocken. Gerade mich wecken. Egal. Gut, dann bis gleich. So, wir sind wieder da und ich renne jetzt gleich mal zu den Typen hin. Ach, ich wollte noch Sachen. Egal, habe ich vergessen. Nehmen wir gleich hier die Quest an. Ja. Fortfahren, zack. Dann muss ich mal schnell hier die anderen Brückenteile suchen. Eins habe ich ja schon in der Tasche. Hier war der Valer. Hier ist glaube ich noch ein Brückenteil drin. War alles mit. Bislang sehe ich hier allerdings nichts mit Stahl. Also Wasserpumpe gibt es keinen Stahl. Hinten, ich glaube, da oben den habe ich leer gemacht, meine ich. Ja, leer. Dann müssen wir jetzt die Zombies da killen. Das mal ein bisschen schneller hier. Mit der Nagelpistole und... Den könnte ich eigentlich auch so killen.
stehen die mir auch nicht mehr über die auf die Füße, die Zombies. Was ist denn das hier? Der weg. Meine Hose weg. Oh, habe ich auch meine Sachen vergessen? Naja. Brücke fertig. Es kommt eine Ladesequenz und die erstmal wegschießen. Weiter geht's. Ist ein Bandit, soweit ich weiß. Er läuft doch schon. Da ist ja hier eine Rose drin. Ich nicht. Dann gehen wir mal unten lang. Vielleicht ist ja da eine Hose. Weil ohne Hose brauche ich gar nicht hier weitermachen. Und keine Handschuhe mehr. Auf jeden Fall. Da ist ein Reh. Das nehmen wir noch mit. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall. Bitte schwer. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Handschuhe, Hose, Handschuhe, Hose, Handschuhe, Hose. Ach. Nichts. Nichts, was ich brauche. Okay. Tja. Einmal was hier trinken. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Verbandssachen mit, aber jetzt habe ich keine Hose, keine Handschuhe. Das ist ja schlimm. Machen wir oben erstmal die eine Wache kaputt. Ja, bislang sehe ich nichts irgendwie mit stahlmäßig, was ich brauche. Noch einen Schluck.
und die Schuhe auch kaputt. Eins nach dem anderen. Wo packe ich das jetzt hin? Da sind zwei Leute. Den einen nehme ich mir jetzt. Und Mütze auch weg. Gleich bin ich ganz nackig hier. Bitte was zum Anziehen? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Zwei Rachen sind da. Kampf ein großes Medipack verbrauch. Ne, den muss man kurz zurück zur Basis. Bis gleich. Okay, und weiter geht es. Mich gerade ausgerüstet. Das alles haben. Erstmal gucken. Ich habe gar keine Brust jetzt mitgenommen. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Ich hoffe, die bleibt heile. So, dann können wir jetzt ihn hier looten. Der Kiste alles mitnehmen. Gehen hier looten. Nach da oben hinlaufen. Den Rest looten. Ach, der war schon gelootet. Ach, da ist eine Truhe. Ein Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. Oh, schön. Essen. Nice. Gleich reinhauen hier. Okay. Und das war jetzt die schnelle Variante. Aber wie gesagt, wir sind ja hier, um zu schauen, wie viel Stahl wir hier kriegen. Und ich gehe davon aus, dass es nicht viel wird.
Oh. Jetzt fehlt noch der Boss. Ich glaube, das ist der Boss. Ja, das ist der Boss. Das war's. Also, wie wir sehen, haben wir hier keinerlei Stahl leider. Aber sehr viele Leichen. Banditen geben auch immer gute Sachen für den Sheriff halt. Ja. Ich habe ja auch nicht einmal etwas gesehen, was stahlmäßig wäre. Einfach nur Dreck oder Steine. Oder Ton und Steine war das ja, ne? Dreck. Jetzt brauche ich das. Aber die mit. Gut, da würde ich mal sagen, das Video ist damit beendet. Ich muss jetzt wieder einmal paar Sachen weggehen. Und dann werde ich hier alles durchlooten. Also wird nichts mehr Interessantes passieren. Deswegen danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.